Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge mit mir, dem Kritori. Heute werden wir uns wieder ein Haus von einem Zuschauer von mir anschauen, beziehungsweise von zwei Zuschauern von mir. Und zwar geht es um dieses hier. Hier sind ein paar Schilder, also hier drückt drauf. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe vorhin schon versucht hier aufzunehmen. Und also ich wollte eigentlich vorhin schon aufnehmen, aber irgendwie hat das nicht ganz geklappt und ich habe es erst ein bisschen später bemerkt und schon angefangen mir das anzuschauen. Deshalb weiß ich schon, dass der Knopf hier zum Beispiel die Zeit auf Nacht setzt. Und dann, ja, bleiben wir im Mod 1. Gut, dann hier ist ein Pool. Und bei dem Pool gab es schon die ersten paar Sachen, die mich so ein bisschen gestört haben. Und zwar zum einen natürlich hier die Wand, das sind immer wieder verschiedene Arten von Stein. Da hätten wir zum Beispiel Quarz machen können oder halt überall Smooth Stone und nicht hier diesen Andesit hin. Und dann, ja, das hier finde ich sieht auch ein bisschen komisch aus. Da hätte man auch Quarzblöcke einfach so hin machen können. Man hätte auch die Lampen so eins weiter reinsetzen können. Ich finde, das sieht auch gut aus. Oder was man auch machen hätte können, ist, man hätte hier unten einmal so eine Reihe platzieren können. Dann läuft hier das Wasser nicht so komisch weg. Und jetzt hat es angefangen zu regnen. So, dann gehen wir auch schon rein in das Haus und ja, hier auch wieder überall Smooth Stone und dann hier diese Schwarzeichentreppen und sonst überall Smooth Stone. Finde ich jetzt auch wieder nicht so gut, aber ja, ich finde auch, das Treppenhaus ist allgemein ziemlich klein und man läuft entweder immer gegen die Wand oder ins Wasser rein und hier kommt man auch irgendwie manchmal nicht so ganz hoch. Und dann hier haben wir auch schon die nächste Sache. Hier ist dann der Boden plötzlich Stein und dann wieder Schwarzeichenholz. Hier hätte man einfach hier, hoppla, so, da auch Schwarzeichenholz machen könnten. Sieht doch ein bisschen besser aus. Dann sind wir drin in dem Haus und hier muss ich ganz ehrlich sagen, das gefällt mir, abgesehen davon, dass hier unter dem Fenster ein Dirtblock ist. Über dem Fenster. Mei, ich lasse es mal so. Es geht schon. Also, so schlimm ist das jetzt nicht. Ist auch meckern auf hohem Niveau. dann, ja. Hier auch schön so ein bisschen Natur ins Schlafzimmer gebracht und da so ein bisschen Dekoration. Da schöne Möglichkeit, um das Haus zu erleuchten. Hier den Klostern hätte man vielleicht unters Bett setzen können. Aber das ist wieder so Kleinigkeiten. Dann hier auch wieder schön dekoriert, hier auch wieder schön Natur. Hier so ein bisschen Muster an die Wand hin. Ah ja, hier gibt es noch eine Sache, und zwar, wenn hier eh schon keine Tür ist, dann hätte man hier, statt so das so schmal zu haben, hier so ein bisschen breiter machen können. Dann hier diesen Balkon finde ich super schön. Auch von unten. Und zwar hier, ich finde das toll, dass der hier so Stützen hat, so ein bisschen. Und hier für die Stufe. Und hier auch so diese Treppen hier einmal außen rum, damit es so aussieht, als ob der auf was steht und nicht hier mitten in der Luft fliegt. Und leider ist das genau mein Problem mit diesem Bereich hier. Ja. Das ist. Mei, es fliegt halt. Und dann hier auch unter dem fliegenden Glas hier haben sie dann auch so Stein gemacht, so, und so Gras. Und hier hinten ist ein Loch im Boden, das jetzt nochmal ein Block tiefer ist, als es vorher eh schon war. Ja, und dann yay, Feuerwehr. Uhu. Gut,
meine Bewertung zu dem Haus hier im Allgemeinen. Ich gebe dem Haus 5 Punkte. Der Bereich hier, der zieht die Punktzahl so ein bisschen arg nach unten, finde ich. Das hätten durchaus mehr sein können, wenn man da hinten einfach zugelassen hätte. Aber ja. Ist nur meine Meinung. Was ich sehr schön finde, ist hier das Dach, dass das hier so ein bisschen auch so einen Überhang hat und dass es hier auch wieder nicht schwebt, sondern auch so Stelzen ist. Und hier, dass hier Glas verwendet wurde, finde ich auch ziemlich cool. Hoppla, jetzt habe ich eine Tür platziert. Dieses Glas hier, dass das so als einzelner Block platziert wurde, weil dann ist es so dünn und nicht so dick. Was man da auch machen hätte können, ist, man hätte Zaun verwenden können, dann wäre das nicht so durchsichtig. Also, Zäune wie die hier, die kann man ja auch so einzeln platzieren wie eine Säule. Dann, jetzt ist mein komplettes Inventar voll. So, dann hier, dass man hier so ein bisschen so einen Durchgang gemacht hat und hier dann die Räume so ein bisschen mit so ein klein bisschen Glas getrennt hat, finde ich ziemlich gut. Wie gesagt, hier finde ich, der Durchgang ist ein bisschen dünn und hier das Treppenhaus ist ein bisschen eng und da kommt man auch teilweise nicht so ganz gut hoch, weil hier läuft man dagegen und da muss man umdrehen immer. Aber da habe ich ja auch schon gesagt, das ist eher Meckern auf hohem Niveau. Allem im An. Jetzt kommt ein Alarm bei mir im Hintergrund. Okay. Alles in allem finde ich, das Haus ist sehr gelungen. Wie gesagt, 5 von 10 Punkten. Das ist jetzt so. Es klingt so ein bisschen mittelmäßig, aber wie gesagt, wenn der Bereich hier nicht wäre, dann hätte ich darauf durchaus mehr Punkte gegeben. Und ich bedanke mich dann auch natürlich wie immer fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für diese Einsendung von den beiden Zuschauern von mir. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Ciao!